Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig-Folge. Und ich habe gleich zwei Spiele diesmal mitgebracht. Wir starten mit Bubsy 2. Das hat sich zwar keiner gewünscht, aber das habe ich mir letztens für meine Sammlung gegönnt. Wobei ich eigentlich wusste, dass das Mist ist, aber ich wollte es einfach hier mal behandeln. Ja, Bubsy, ich glaube, so ein richtig gutes Spiel hat diese Serie irgendwie nie hervorgebracht. Das war ja so ein bisschen Anfang der 90er. Jeder musste irgendein Maskottchen-Plattformer haben, möglichst edgy, irgendein tolles Tier. Und hier ist halt Bubsy herausgekommen. Hat diverse Spiele hervorgebracht und sogar Bubsy 3D auf den Nintendo 64 war es, glaube ich. Oder war es schon PlayStation? Weiß ich gerade gar nicht. Und wirklich, wie gesagt, kein Spiel ist wirklich gut. Und wir schauen jetzt mal wirklich, wie hier die Gameboy-Version ist. Ja, immerhin hat man hier so ein paar Optionen. Sie haben es versucht, so ein bisschen mit ein paar technischen Spielereien zu machen. Wobei ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich nicht viel irgendwie bringen. Hier haben wir so eine Art Level Select Screen, glaube ich. Und hier merke ich schon, seht ihr das? Also, ich drücke jetzt mal zur Seite und höre jetzt auf. Rutscht weiter. Das liebe ich ja immer an vielen Spielen. Ne? So, jetzt gucken wir mal. Wie komme ich hier rein? Ah, okay. Ich muss nach oben drücken, um hier das zu betreten. Also, theoretisch von der Idee her okay, würde ich sagen. Aber jetzt nicht wirklich gut. Okay, ich bin hier anscheinend in keiner Plattformer-Stage gelandet, sondern in einer Shoot-'em-up-Stage. Ich mag es ja ganz gerne, wenn die Entwickler hier mal so ein bisschen hier und da ein bisschen variieren, das Gameplay, aber okay. Kann ich hier auch noch. Also der eine Knopf schießt, der andere wirft die Bombe. Ja. Ich kann jetzt nicht zurückfliegen, glaube ich, wie jetzt bei Tailspin zum Beispiel. Da kann man ja bei Bedarf ja auch mal zurückfliegen, ne? Aber. Hier seht ihr aber auch schon grafikmäßig lieblos. Hier wäre definitiv mehr gegangen. Okay. Immer wenn ich jetzt... Okay, hier... Ich bin verwirrt, weil da konnte ich jetzt gerade durchfliegen. Und wenn ich jetzt Schaden bekommen habe, drehe ich jetzt um. Also normalerweise ist es halt wirklich ein Plattformer. Okay. Aber ich kann wirklich hier... Ich gucke hier gerade mal, ob ich hier wie Doppeldrücken mache. Ach, mit Select kann man die Richtung wechseln. Bietet sich natürlich an. Ne? Also nicht irgendwie so Doppeldruck nach links oder rechts. Okay, also muss ich hier immer umgreifen und die Select-Taste bei Bedarf drücken. Okay, 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 okay. Ja, also die Grafik ist nicht gut, ne? Ist wirklich nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Also ich kann ja anscheinend sogar so ein bisschen die Geschwindigkeit machen. Und auch hier die Steuerung. Also immer wenn ich getroffen werde, werde ich umgedreht. Wieso? Wieso? Das macht keinen Sinn. Also wie gesagt, die Geschwindigkeit kann ich so ein bisschen regeln. Jetzt kann ich hier einfach so durchfliegen. Also irgendwie haben sie nicht wirklich verstanden, was ein gutes Shoot'em-up ausmacht, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Also die einzige Schwierigkeit ist es wirklich jetzt hier versuchen, nicht getroffen zu werden. Ja, damit man nicht umdreht. Okay. Das muss ich jetzt... Ups. Okay. Ich nehme es auf den Analog Pocket auf. Wie ihr seht, jetzt habe ich irgendwie eine Tastenkombination gedrückt, wo ich ins Menü komme. Was geht denn jetzt? Entschuldigung, ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Ich glaube hier nicht, was hier los ist, ehrlich gesagt. Wo muss ich hier überhaupt hin? So, weil für mich wäre das hier so zack Levelende, aber irgendwie komme ich hier denn ins Nichts nach oben oder muss ich hier jetzt zurückfliegen und quasi das Level geht einmal zack, zack, zack. Ich bin stark verwirrt, okay. Also,
Ja, das, wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht. Kann ich hier echt auch wieder zurückgehen? Hier, ich will nicht immer dasselbe Duty-Level hier. Okay. War wahrscheinlich vielleicht ein falsches Level jetzt zum Zeigen. Aber wie man sieht, man kann ja gut und gern wirklich so ein Spielprinzip durchaus mal ein bisschen aufhübschen oder aufbessern, damit etwas mehr Abwechslung reinkommt. Das ist ja durchaus vernünftig, aber soll man es natürlich auch richtig machen. Und nicht hier irgendwie so ganz komisch irgendwie. Und ich habe schon mal für die Pickups-Folge natürlich auch mal reingespielt und da war das erste Level gleich ein Jump'n'Run-Level. Und da war es so, dass es hier genauso aussah. Also wirklich, die Grafik ist allgemein sehr krümelig. Sound nervt, finde ich. Und die Steuerung ist halt scheiße, weil ihr habt das schon am Anfang gesehen, dieses ganze Rumschledern und sowas. Ist Mist. Deswegen ist wirklich ein liebloser Lizenzplattformer, wo man vielleicht mit etwas mehr Mühe was hätte vernünftig draus machen können. Hat man aber nicht. Aber ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Das reicht mir jetzt echt damit hier jetzt. Und beim nächsten Spiel haben wir The Powerpuff Girls Bad Mojo Jojo. Das hat sich der Christian gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen Dank für diesen Wunsch. Ich habe die Powerpuff Girl Serie ehrlich gesagt nie gesehen. Deswegen kann ich nicht groß was dazu sagen. Soll aber wohl gut sein. Das Spiel allerdings nicht so geil. Aber ich wette, ist es besser als PUBG 2. Ich gebe hier mal meinen Namen ein. Es ist immer schön, wenn ein Spiel auch mehr als irgendwie vier Zeilen für einen Namen irgendwie hat. So, dann spielen wir mal. So, bla bla bla. Die Story überspringen wir mal. So, von. Ich wollte gerade sagen, von der Optik her ist es gar nicht so verkehrt. Aber dann gibt es das hier, diese Spielszene. Okay. Erstmal, okay, die Steuerung ist komisch, weil hier, das mache ich mit oben. Also ihr habt keinen Springknopf, ihr müsst nach oben drücken. Okay, und ich kann nicht an den anderen Knopf schießt. Scheint nur limitiert. Und beim anderen kann ich hier treten. Okay. Keine Ahnung, die werden in der Serie wahrscheinlich auch fliegen können, aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ist da die Steuerung sehr seltsam. Also ihr fliegt jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht so sagen, okay, ich bin ja im Flugmodus und gut ist, sondern es ist eine Art Springen. Das Problem ist halt allerdings, dass ihr nach oben drücken muss. Okay. Wäre ja okay, wenn es jetzt ein Beat'em'up ist, ist ja normal, eine Double Dragon und so weiter, ist das ja durchaus normal. Hier ist allerdings das Problem. Ich schätze mal, das wird dann auch ein Beat'em'up sein und kein Plattformer. Die Sache ist halt allerdings. Okay, ist sehr verwirrend. Wir sehen können vielleicht, das Trefferfeedback ist quasi gar nicht da. Wenn ihr wirklich ein gutes Beat'em'up habt, sei es Golden Axe zum Beispiel oder wirklich Double Dragon, wenn ihr mit dem Gegner kämpft, ihr habt da wirklich so ein Gefühl, dass ihr halt wirklich einen Schlag landet und dass ihr wirklich ne, irgendwas Physisches da agieren zum Agieren habt. Hier ist es so, ja, Pixel ist halt nichts. Deswegen finde ich das so ein bisschen suboptimal. Was ich vielleicht nicht gar nicht so schlecht finde, ist, dass ihr so ein bisschen hier rumsuchen müsst. Ja, okay. So, hat ja Nachricht bekommen. Aber dieses Fliegen hier, das ist irgendwie zu schnell, irgendwie kommt mir das vor. Also und dadurch steuert sich das irgendwie nicht gut. Und die Grafik, na gut. Okay, ich wollte gerade sagen, die Oma jetzt hier irgendwie durchzuschieben. Ah, okay, der Schuss, der vereist anscheinend nur. Ich schätze mal, es wird. Sie seht ja, was ich meine? Es ist irgendwie so. Okay, wir haben halt 16 von 71. Das ist wie so ein Completionist-mäßiges Ding, irgendwas. Oder ich muss doch hier gerade einen Schlüssel suchen, oder nicht? Also ich kam ja durch die Tür gerade nicht durch. Okay. Gucken, was hier unten ist. Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich irgendwie das Haus sein aus der Vorlage oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das abgebildet ist. Das könnt ihr mir gerne ja mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Ist auf jeden Fall ein sehr großes Haus, aber ja, diese Steuerung ist irgendwie so. Und dass der Charakter so krümelig ist. Ich weiß, das soll natürlich wahrscheinlich Mädchen sein. Aber seht ihr das? Der Gegner kämpft gar nicht richtig. Und deswegen, also, hätten sie da mal so ein bisschen dran
dran gedreht, dass das sich irgendwie besser anfühlt, dass der Kampf irgendwie besser ist. Und wie man sieht, normalerweise macht es ein gutes Spiel so, dass wenn ihr Schaden erleidet, dass ihr dann halt gewisse Zeit unverwundbar seid, ne? Dass man dann nicht irgendwie so in so eine Ecke gedrängt wird oder ähnliches. Und das ist hier halt nicht. Und das stört dann halt wirklich den Spielfluss. Also ist natürlich jetzt nicht genug Gegner da, dass ihr jetzt irgendwie in die Ecke getrieben werden könnt. Ist das ein Böser oder was ist mit dem? Okay. Und scheint wirklich Zielsetzung zu sein, hey, ihr habt hier ein großes Level. Sucht alle Gegenstände? Ich weiß nicht. Bin ich jetzt gestorben? Sehr verwirrt. Also, wirklich mit Feintuning wäre das hier echt kein Problem. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das so auf einem kleinen Gameboy gut sein kann, aber irgendwie. Der Kampf, der fühlt sich halt wirklich sehr lasch an. Das ist nicht gut. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das ist wirklich kacke. Auch hier, 5 Minuten sind vorbei. Ich will mir das Spiel nicht länger zumuten und euch sowieso nicht. Das war's dann schon wieder mit der Retropanda Quetzig-Folge. Ich hoffe, euch hat die Auswahl gefallen und natürlich auch das Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!